Hallo. In Semantik 2 beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Terminologie. Terminologie ist ein Thema in dem Bereich Informationen zu strukturieren. Es geht um die Eigenschaften von Begriffen, die mit Terminologie dargestellt werden. Das Hauptziel von Terminologiearbeit ist die Qualität der Information zu erhalten, also Informationsqualität. Die Literatur, die Grundlage für diese Präsentation ist diese hier. Es vor allen Dingen ein Buch von 2008, Terminologiearbeit für die technische Dokumentation. Dort werden sehr viel praktische Dinge beschrieben. Interessant sind diese Artikel, die ich hier zeige. Besonders interessant sind diese Artikel, also Klaus Dirk Schmitz, Bedeutung von Normen und Terminologiearbeit für die technische Dokumentation. Dann Peter Schmidt, Terminologie und Fachlexikographie, und Petra Drewer, Terminologiemanagement, methodische Grundlagen. Dazu kommt dann auch noch ein Text von Detlef Reinecke, Terminologiearbeit, Best Practices, und eine Einführung in die Terminologie von der FH Köln, von Klaus-Dirk Schmitz und Sonja Kaukonen. Und schließlich ganz allgemein, wahrscheinlich nicht nur für die Terminologiearbeit, sondern auch für andere Dinge, die wir besprechen, das Buch von Gerd Heyer, Uwe Quastorf und Thomas Wittig über Text Mining. Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich Sie bitten, im Moodle die Terminologiegeschichte von Matthias Schulz, Profi Services GmbH, über die Klingelrassel zu lesen. Also machen Sie jetzt hier eine Pause, stoppen Sie und lesen Sie erstmal diese Geschichte. Wenn Sie die Geschichte gelesen haben, wissen Sie jetzt, warum man Terminologiearbeit in der technischen Dokumentation braucht. Aber technische Dokumentation, was ist das eigentlich? Hier handelt es sich um Fachtexte, also zum Beispiel Gebrauchsanweisungen, die Sie selber auch schon sicher gelesen und sich auch oft auch darüber geärgert haben. Bedienungsanleitungen, Montageanleitungen, zum Beispiel auch für einen Supermarkt, der ein Fahrrad geliefert bekommt, das erst noch zusammengebaut werden muss. Reparaturanleitungen, Schutz- und Sicherheitsvorschriften. Geräte- und Systembeschreibungen, Handbücher. Ich habe hier ein paar Bilder rechts über verschiedene Arten von Handbüchern, über verschiedene Arten von technischer Dokumentation, die hier relevant sind. In diesen Dokumenten ist gemeinsam, dass es eine hohe Anzahl von Fachwörtern gibt. Eine hohe Anzahl von Wörtern, die speziell für das Gebiet, wir sagen auch die Domäne, sind, über das da geschrieben wird. Zum Beispiel, wenn ich über Auto schreibe, sind es ganz viele Fachwörter zum Thema Auto. Diese Fachwörter bezeichnet man als Terminologie. Die Terminologie muss natürlich erstmal korrekt sein. Da darf natürlich besonders in den Fachwörtern dürfen natürlich nicht einen Haufen Tippfehler drin stecken. Die muss aber auch konsistent sein. Man muss dasselbe Ding auch immer auf dieselbe Art und Weise beschreiben, also mit denselben Wörtern beschreiben. Es muss übersetzbar sein. Es darf also nicht so sehr mehrdeutig sein, so dass es, dass man dann in der Übersetzung prompt auf die falsche Übersetzung kommt. Es muss auch adressatenorientiert sein. Das heißt, es kommt ein bisschen darauf an, wer das Ganze liest, nicht wahr? Soll das der Techniker lesen oder soll das der Endanwender lesen? Beide haben unter Umständen eine unterschiedliche Terminologie. Aber was ist Terminologie eigentlich genau? Einerseits, ich habe hier mehrere Definitionen
aus dem Internet zusammengesucht. Hier sind auch die Links, wo die herkommen. Einerseits eine Wissenschaft, die sich mit den Begriffen und deren Repräsentationsformen in den Fachsprachen befasst. Fachsprache haben wir eben schon mal gesagt. Also Terminologie ist eine Wissenschaft. Terminologie ist also die Lehre von den Benennungen. Es ist also nicht nur eine Wissenschaft, es ist auch eine Lehre. Es geht um Benennungen. Wie werden Dinge benannt? Terminologie. Alle Fachausdrücke eines bestimmten wissenschaftlichen oder technischen Gebiets, also der Fachwortschatz. Als Terminologie bezeichnet man also auch den Wortschatz, den Fachwortschatz. Die Gesamtheit der Fachausdrücke eines Gebiets. Das ist das Gleiche, wie wir das gerade haben, den Fachwortschatz. Der Fachwortschatz eines bestimmten Fachgebietes, aber auch die Bearbeitung, zum Beispiel das Erfassen und Zugänglichmachen von Fachwortschätzen in mehrsprachigen Terminologiedatenbanken oder Fachwörterbüchern, sowie die sprachwissenschaftliche Erforschung der Fachwortschätze und die Terminologielehre. Hier haben wir alles drin. Also wir haben den Fachwortschatz in einem bestimmten Gebiet, dann das, was man mit diesem Fachwortschatz macht, also zum Beispiel das Bearbeiten und zugänglich machen in Datenbanken, dann die sprachwissenschaftliche Erforschung und die Terminologielehre. Oder ganz kurz hier, Terminologie ist Fachsprache, Fachwissen, Fachkommunikation. Wenn ich das Ganze mal in ein Wordle reingebe, Wordle.net kennen Sie sicher, sieht man, dass halt Fachwortschatz und Fachausdrücke ganz häufig vorkommen. Fachwortschatz, Fachwortschätze sind auch noch da. Dann haben wir die Erforschung natürlich auch noch mit drin. Die Lehre, die Begriffe, ein Gebiet. Und es geht auch um Wissenschaftliches und Technisches, um Fachkommunikation. Wofür soll jetzt also eigentlich Terminologiearbeit gemacht werden? Bei der Klingelrassel haben wir ja schon gesehen, dass es dafür da ist, um den Kommunikationsprozess innerhalb einer Firma zu verbessern. Gleichzeitig natürlich auch, um den Schreibprozess zu erleichtern, um den Autoren, die solche technische Dokumentation schreiben, zum Beispiel um die dabei zu unterstützen, bessere Dokumente zu schreiben. Für den Übersetzungsprozess ist es wichtig. Ich habe eben schon mal erwähnt, dass Terminologie so gewählt werden muss, dass es auch gut und schnell und vernünftig übersetzt werden kann. Auch für Suchmaschinenoptimierung ist Terminologiearbeit wichtig. Letzten Endes müssen Sie wissen, welche Schlüsselwörter relevant sind und wo die wie stehen. Und natürlich für das Firmenprofil. Also ich habe mal in einer Softwarefirma gearbeitet und dort gab es irgendwann einen ganz wichtigen Diskussionsprozess darüber, wie soll denn jetzt eigentlich die aktuelle Software heißen und wie vermarkten wir das auch. Und es war ganz wichtig, dass dann auch wirklich alle Mitarbeiter dabei waren und die richtige Terminologie, dieselbe Terminologie auch verwenden. Nach außen, aber auch nach innen. Für die Terminologiearbeit gibt es sogar Standards und Normen. Also hier sind drei aufgestellt, also die DIN 2342 für Konzepte, Prinzipien und Anforderungen von Terminologie, die 2336 für den Aufbau von Termdatenbanken und eine ISO-Norm, wo es ebenfalls um Datenbanken geht, um ein Austauschformat für Terminologie. Es gibt noch eine Reihe mehr, aber ich wollte jetzt einfach mal ein paar erklären. Nach der DIN 2342 wird die Terminologie so definiert: Es ist der Gesamtbestand der Begriffe und Benennungen in einem Fachgebiet. Wir unterscheiden die Fachsprache, das heißt unsere Terminologie, von der Gemeinsprache.
Die Gemeinsprache ist die Sprache, die wir alle sprechen, der allen Mitgliedern der Sprachgemeinschaft verständliche, passive und von ihnen benutzte aktive Kernbereich der Sprache. Also das, was wir täglich verwenden. Die Fachsprache ist der Bereich der Sprache, der auf eindeutige und widerspruchsfreie Kommunikation in einem Fachgebiet gerichtet ist und dessen Funktionieren durch eine festgelegte Terminologie entscheidend unterstützt wird. Zum Beispiel haben wir in Semantik 1 ganz viel über die Fachsprache, über die Terminologie der Semantik gesprochen. Das semiotische Dreieck, das kannten Sie doch schon, nicht wahr? Wir haben einen Ausdruck, zum Beispiel Bicycle, Bike, Fahrrad, Rad, Jitensha. Und diese Ausdrücke, all diese Ausdrücke haben eine gemeinsame Bedeutung. Und zwar, die Bedeutung ist ein Konzept. Ein Konzept, das habe ich hier jetzt nur angedeutet, also ein Fahrrad ist so ein Ding mit einem Rahmen und zwei Rädern und so weiter. Das bestimmt, das determiniert die Denotation. Die Menge der Fahrräder, der Dinge, Entschuldigung, die Menge der Dinge, die ich mit dem Wort Fahrrad bezeichnen kann. Wir haben hier für den Ausdruck, wir haben hier oben den Ausdruck gehabt. In der Terminologie bezeichnet man das auch als Benennung. Nimmt man dafür auch die Benennung. Hier unten haben wir Konzept gehabt. Das Konzept in der Terminologielehre spricht man hier auch vom Begriff. Die Terminologielehre bezieht sich vor allen Dingen auf diese beiden Bereiche und beschäftigt sich weniger mit der Denotation. Der Begriff. Wir haben gesagt, semantisch, wir haben das vorher Konzept genannt. Wir nennen das auch weiterhin semantisch Konzept. In der DIN 2342 wird dieser Begriff definiert als eine Denkeinheit, die aus einer Menge von Gegenständen unter Ermittlung der diesen Gegenständen gemeinsamen Eigenschaften mittels Abstraktion gebildet wird. Okay. Ein Beispiel ist, wir haben Lastkraftwagen, LKW und Laster, die bezeichnen denselben Begriff, dasselbe Konzept. Das sind drei verschiedene Ausdrücke für dasselbe Konzept, drei verschiedene Benennungen für denselben Begriff. Es gibt dabei Individualbegriffe für einzelne Dinge, die gehen halt von einer Entität aus, die bezeichnet wird, die dann abstrahiert wird, zum Beispiel der Kölner Dom. Das ist ein Ding, das hat diesen einen Namen. Oder Jürgens altes Fahrrad. Das ist das Fahrrad, was wir hier auf dem Bild sehen. Andererseits können wir auch einen Allgemeinbegriff haben, der also mehrere Entitäten beschreibt. Also der mehrere Entitäten in der Denotation hat. Zum Beispiel Dom. Es kann ja mehrere Dome geben. Oder Fahrrad, auch das kann mehrere Dinge denotieren. Also ein Begriff, ein Konzept, ein Begriff hat Merkmale. Wofür sind diese Merkmale jetzt gedacht? Die sind dafür gedacht, um den Begriffsinhalt festzustellen, um zu bestimmen, um den Begriff zu definieren. Und die bilden damit die Grundlage für die Benennungsbildung, also die Grundlage dafür, wie ich jetzt auf diesen Begriff referieren kann, mit welchen Ausdrücken ich darauf referieren kann. In Begriffssystemen, die wir noch kennenlernen werden, wo verschiedene Begriffe miteinander verknüpft sind, dienen die Merkmale dafür, diese Verknüpfungen zu strukturieren. Und der Begriff, die Merkmale im Begriff dienen auch dafür, um die Äquivalenzen zu bestimmen. Das heißt, wenn ich mehrere Benennungen oder Ausdrücke habe, die zu einem Begriff oder Konzept gehören, dann sind die äquivalent. Wir haben verschiedene Merkmalsarten, also zum Beispiel Beschaffenheit,
rundrot, hölzern, hängend und so weiter, oder Relationen, kleiner, im Heck befindlich, transportierbar und so weiter, oder auch Funktionen zum Kaffeekochen. Also Kaffeemaschine hätte dann vielleicht ein Merkmal zum Kaffeekochen. Wir unterscheiden intrinsische Merkmale, also Merkmale, die zu dem Begriff, zu diesem Konzept an sich gehören, und extrinsische Merkmale, also die Merkmale des Begriffs in Relation zu anderen Begriffen. Also ein intrinsisches Merkmal wäre zum Beispiel zum Kaffeekochen, und ein extrinsisches Merkmal wäre kleiner, kleiner als ein anderer Begriff. Hier ist die Benennung. Wir haben bisher über Inhaltswort oder Ausdruck gesprochen, und jetzt nennen wir das Benennung. Weitere Benennungen dafür sind Fachausdruck oder Terminus. Und in der DIN 2342 wird das auch definiert. Da wird gesagt, die sprachliche Bezeichnung eines allgemeinen Begriffs aus einem Fachgebiet ist die Benennung. Diese Dinge kennen wir schon. Wir haben gesagt, wir unterscheiden eine Einwortbenennung vom Kompositum von der Mehrwortbenennung. Wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir so eine Frage auch an der Klausur in Semantik 1. Also die Einwortbenennung, Kamera, kein Kompositum, ein zusammengesetztes Nomen, Digitalkamera, und die Mehrwortbenennung, digitale Spiegelreflexkamera zum Beispiel. Dort haben wir dann zwei Wörter, die zu einer Benennung gehören. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Text habe, siebenteiligen FCW-Werkstattsatz verwenden, ist es nicht ganz trivial zu sagen, was jetzt eigentlich unser Terminus ist. Siebenteiliger FCW-Werkstattsatz oder FCW-Werkstattsatz oder Werkstattsatz oder FCW, das kommt ganz häufig darauf an, wie diese Termini eigentlich verwendet werden. Grundsätzlich ist Terminologie präskriptiv. Präskriptiv bedeutet, es schreibt was vor. Es wird was vorgeschrieben. Wir haben eine Vorzugsbenennung. Wir haben eine Benennung, die besser ist als die anderen. Im Thesaurus ist das ein Deskriptor. Das kommt im nächsten Teil. Das Ziel ist, in den Texten, die innerhalb einer Firma oder so geschrieben werden, soll die Terminologie konsistent sein. Das heißt, ich will eben nicht mehrere Benennungen für den gleichen Begriff verwenden. Man fragt sich natürlich dann auch, was soll denn jetzt eigentlich die Vorzugsbenennung sein? Also hier ist zum Beispiel der Unterschied Kompositum oder Mehrwortbenennung. Angenommen, ich habe Maschinenstillstand oder den Stillstand der Maschine. Was soll bevorzugt sein? Oder Automatikgetriebe oder automatisches Getriebe? Auch das ist nicht unbedingt klar. Es gibt Vor- und Nachteile. Im Kompositum, der Vorteil vom Kompositum ist, die Benennung wird als Einheit erkannt, also Automatikgetriebe zum Beispiel. Das Mehrwortlexem ist dann daher nicht sofort als Einheit erkennbar. Eben auch das Problem mit unserem siebenteiligen FCW-Satz, nicht wahr? Weiterhin, wenn ich ein Kompositum habe, dann liefert die automatische Extraktion bessere Ergebnisse. Wenn ich das also automatisch aus Texten rausholen möchte, ist das besser als beim Mehrwortlexem. Aber die Beziehung zwischen den Bestandteilen im Kompositum ist nicht immer eindeutig. Denken Sie zum Beispiel an das Beispiel aus Semantik 1, wo wir hatten ein Jägerschnitzel oder ein Schweineschnitzel. Die Beziehung zwischen den Bestandteilen ist nicht immer eindeutig. Ja? Während beim Mehrwortlexem ist die Beziehung zwischen den Bestandteilen eindeutiger. Also Automatikgetriebe oder automatisches Getriebe, da ist es klarer, was die Beziehung zwischen diesen beiden Teilen ist. Ja? Die Gefahr der Variantenbildung ist kleiner im Kompositum. Das heißt, ich kann zum Beispiel beim
Mehrwortlexem, statt Stillstand der Maschine auch Stillstand von der Maschine machen oder andere Varianten. Also es können noch mehr Varianten davon gebildet werden. Das Kompositum ist natürlich unter Umständen ziemlich komplex. Vor allen Dingen, wenn diese Komposita sehr lang werden, ist das vor allen Dingen auch automatisch kaum noch zu verarbeiten. Das Mehrwortlexem ist wesentlich besser verständlich, auch für die Leser von Texten. In Terminologien haben wir diese Beziehungen, die relevant sind. Synonymie, Homonymie, also mit Homographie und Homophonie, und Polysemie. Das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich denke, Sie kennen das noch aus Semantik 1. Sie wissen noch ganz genau, was das ist. Und wenn nicht, wäre es jetzt an dem Zeitpunkt, das nochmal nachzuschlagen. Die Vorzugsbenennung soll vor allen Dingen eindeutig sein. Wir wollen Polysemie vermeiden. Also zum Beispiel wollen wir nicht Widerstand verwenden. Also Widerstand kann einerseits der Widerstandswert sein oder dieses kleine Bauteil, was man irgendwo, dieses elektronische Bauteil, was man irgendwo einbaut. Wir wollen aber auch Synonymie vermeiden. Das heißt, wir wollen nicht gleichzeitig Schraubenzieher und Schraubendreher verwenden. Wir wollen nicht Glühbirne und Glühlampe verwenden. Nicht in den Texten gleichzeitig. Und auch nicht Fälligkeitsdatum und Fälligkeitstermin. Wenn wir an Varianten denken, wollen wir auch diese vermeiden. Zum Beispiel hier die erste Variante, Dreifachsteckdose, einmal mit einer Zahl, einmal als Ganzwort, einmal mit Bindestrichen, einmal mit dem Bindestrich nochmal woanders und dann nicht nur Steckdose, sondern Steckerleiste. Das heißt, man möchte sich hier für eins entscheiden und das auch durchziehen, das auch in den ganzen Texten verwenden. Anderes Beispiel: Allwetterreifenwechsel, Allwetterreifenwechsel oder Allwetterreifenwechsel. Was ist das Richtige? Da muss man jetzt genau gucken, was auch semantisch, also von der Bedeutung her, ganz richtig ist. Überlegen Sie einen Moment, was Sie machen würden. Okay, Terminologiearbeit ist eigentlich präskriptiv, vor allen Dingen sehr stark präskriptiv. Es gibt natürlich auch deskriptive Terminologiearbeit, die zunächst mal beschreibend ist, die etwas beschreibt. Das heißt, die Termini in Texten werden erstmal erfasst, ohne sie zu bewerten. Also automatisch erfasst werden sie zum Beispiel durch eine automatische Terminologieextraktion. Vielleicht, um erstmal zu schauen, was eigentlich in den Texten schon überhaupt schon mal so drin ist. Präskriptiv ist dann eigentlich der nächste Schritt und das ist das Ziel der Terminologiearbeit. Ich will was vorschreiben. Und zwar, wie die Terminologie verwendet wird und wie Benennungen gebildet werden. Und automatisch kann ich dann damit auch eine Terminologieüberprüfung machen. Okay, wir kommen jetzt schon zur Zusammenfassung. Was haben wir gemacht? Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wofür man Terminologie eigentlich braucht. Sie haben den Text zur Klingelrasse gelesen. Wir haben gesagt, was ist Terminologie eigentlich überhaupt? Das mit den Fachsprachen, aber auch die Lehre und die Wissenschaft. Wir haben über Standards und Normen für Terminologie gesprochen. Das semiotische Dreieck war ein wichtiger Punkt mit Begriff und Benennung, parallel zu Konzept und Ausdruck. Wir haben über Vorzugsbenennungen gesprochen und wie diese ausgewählt werden und schließlich über deskriptive und präskriptive Terminologiearbeit und wie das eigentlich zusammenspielt. Herzlichen Dank und tschüss.